Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2014. Ja, heute in Bahrain. Wir gucken uns erstmal die Strecke an. 4,5 Kilometer, 308 Höchstgeschwindigkeit. Es soll nicht regnen. Wahrscheinlich. Ja, Bahrain ist eine für mich zumindest anspruchsvolle Strecke. Also, besonders diese eine Kurve Ende des zweiten Sektors. So ziemlich Ende. Weiß ich gar nicht, wo die ist. Naja, ja, mein Lenkrad ist halt ein bisschen eine Macke. Ich muss jetzt immer diesen einen scheiß Knopf hier gedrückt halten, weil irgendwie das so festhängt. Wenn ich ihn loslasse, macht das nur noch so. Das ist so ein kleines Problem. Stört beim Fahren, aber nicht weiter. Los beim im Menü. Da regt das richtig auf. Im Fahren hatte ich vorher zwar das mit dem Benzin und sowas da drauf, aber das habe ich jetzt einfach umgelegt auf meine Tastatur. Da komme ich ja immer noch ran beim Fahren. Das stört nicht. Müsste sowieso mal gucken, dass ich ein neues besorge. Ein neues Lenkrad, damit das dann wieder geht vernünftig. Ist ja eh nicht so das Beste. Ja, Bahrain ist das erste nicht komplett Nachtrennen, aber Abendrennen. Also. Voraussetzungen. Hier kannst du sehen, wie du im direkten Vergleich mit ihm dastehst. Wenn du zur Saisonmitte vor deinem Teamkollegen liegst, kannst du zur Nummer 1 im Team werden, beziehungsweise deine Rolle als Nummer 1 festigen. Als Nummer 1 erhältst du Updates früher als dein Teamkollege. Außerdem kannst du bei Entwicklungen mitreden. Du kannst also dafür sorgen, dass das Team das Auto deinen Vorstellungen entsprechend baut. Ich würde sagen, da liegen wir sogar ganz gut. Autosave, ja. Super. Jetzt geht das schon wieder mit der Tastatur nicht, oder wie? Lenkrad, ey. Ja, das ist das wieder mit dem Knopf, muss ich wieder drücken. So, Teamkollege. Ja, da liegen wir ganz gut. Überall bisher vorne, außer Podien. Da haben wir natürlich beide nichts. Ich habe sogar zwei WM-Punkte. Oh, geil. So. Haben wir heute dann irgendein Ziel? Nö. Ist okay. Dann packen wir uns die härtere Mischung drauf, genau. Und vorne eigentlich könnten wir rausfahren. Obwohl das schnellste hat, machen wir hier nochmal eins nach rechts und auf die Strecke. Ja, ich möchte heute auch mal eine neue Fahrperspektive ausprobieren. Also genau die, wo wir jetzt gerade sind. So, mal gucken, ob das so auch geht. Sieht mir jetzt so ziemlich tief aus, aber schauen wir mal. Ach ne, hat er ja nicht. Ja, ist viel zu geil gewesen. Hätte er ja, also hätte er das gespeichert, dass ich das umgestellt habe mit dem, mit den Tasten, das wäre ja nun, also viel zu viel erwartet. Das tut er ja irgendwie nicht so wirklich speichern. So, Heckflügel DRS ist ja auch wieder total verkorkst. Muss dahin. Ah ne, das ist richtig. Respekt. Respekt. Oh, ich bin schon drin. Hey, wo will ich fahren? Warte, erstmal gucken. Lenkung ist ja schon wieder total verkorkst. Das regt mich manchmal richtig auf, ne? Diese Scheiße immer anders sein muss. Oh ja, verstell halt alles noch. Man jedes Mal umstellen, dass es nicht einmal vernünftig so sein kann, wie man es möchte. Das ist echt. Nun ja. Ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ist das natürlich wieder komplett anders. Das regt mich echt auf. Ich weiß ja nicht, ob ihr da irgendwas, einen Tipp für habt. Sondern das irgendwie mal hinkriegt, dass er so bleibt, wie es ist. Tasten bleiben ja eigentlich so, aber das Lenkrad nicht. Das fühlt sich danach immer so komisch an. So, jetzt wollte ich die Perspektive hier ausprobieren. Davon halte ich nichts. Lass mal denn doch lieber. Ist vielleicht realistischer gewesen, aber da sieht man ja nichts.
An sich Bahrain eigentlich eine ganz gute Strecke, finde ich. Bloß die eine Kurve jetzt, die hier gleich, die regt mich so auf. Kannst nicht vernünftig anbremsen, die hier. Kriege ich immer. Die immer so eng wird am Schluss und dann. Ist das Anbremsen darauf auch richtig schwer. Als du in die Kurve musst. Es ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ansonsten ist der Kurs gar nicht so schwer. Und hier Dauerfeuerwerk auch auf der linken Seite, wie man zu sehen ist. Ups. Dafür war der Knopf. Das wollte ich nicht. Ja, wir sind der Erste sogar auf der Strecke, hinter uns noch ein Mausch, ja. Ups, wir wollen hier lang. Erstmal ein bisschen einfahren und dann gucken wir, was kommt. Erster Sektor schon mal eigentlich ohne große Fehler. Zeit sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also 33,3, ich glaube, sonst fährt man ja 31,30 so. Das ist die Zeit, die wir gefahren haben, gar nicht so schlecht. Ja, und die Kurve, die ist natürlich toll genommen. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Also die Kurve, die schiebt, habe ich noch nie geschafft. Das ist für mich so ein Ding der Unmöglichkeit, die Kurve vernünftig zu kriegen. Dadurch, dass der zweite Sektor natürlich nicht so toll. Wir fahren jetzt mal eine schnelle Runde. Oh, fett. Die maximale Grip, der jetzt hoffentlich vorhanden ist. Bin jetzt nur noch Zweiter, ja, und? Ist unzufrieden? Aber gut, Schilden ist vor uns, damit kann man wirklich unzufrieden sein. Ja. Das sollte eigentlich eine schnelle Runde werden und keine Verbremserrunde. Der im ersten Sektor war deutlich langsamer als wir. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch langsamer sein, wenn wir uns in der ersten Kurve so extrem verbremst haben. Aber der erste Sektor war doch mal früher zu Ende. Also direkt nach der Kurve, denke ich, habe ich mich so in Erinnerung. Jetzt irgendwie so spät. Also haben wir uns verbessert, das ist gar nicht so schlecht. Trotz des Verbremsers. Ey, was war denn das jetzt? Die Kurve einigermaßen vernünftig genommen. Zumindest mal nicht von der Strecke abgekommen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Denke nicht mal, da haben wir das letzte Mal die meiste Zeit verloren. Genau in der Kurve. Also mal ein bisschen von der Strecke gekommen, aber das kann mal passieren. Ja, 44,6,3,2 ist jetzt nicht so gut, aber nicht so schlecht. Wie gut es ist, weiß ich gerade nicht im Vergleich zu den anderen. Am Vergleich zu gut her ist anscheinend nichts wert.
Boah, Alter. Ja, toll. Was sieht denn der auch da drüben einfach? Ist gerade Millionen geschrottet. Scheiß Massa. Ich würde sagen, können wir eigentlich auch schon wieder in der Box fahren. Ja, mit dem weichen Reifen müssen wir nicht unbedingt nochmal raus, würde ich sagen. Obwohl, könnten wir eigentlich mal machen. Schon mal ein bisschen voranfahren mit dem weichen nochmal raus. Aber ich würde sagen, wir machen einfach Schluss hier. Wir müssen nämlich so weichen Reifen verschwenden. Rosberg, Ricardo fährt schon eins nach. Und dann muss man natürlich nochmal nachlegen. Geht natürlich so nicht. In den letzten beiden Sektoren, sagt er. Ja, das habe ich auch so das Gefühl. Jetzt hier wieder ordentlich verbremst. Aber wenn ich hier mit Fett fahre, dann bin ich halt schneller. Das merke ich oft jetzt nicht. Dann bremse ich dementsprechend noch zu spät. Das kostet immer schön Zeit. Jetzt hier auch nicht so optimal rumgekommen. Ah, die Zeit ist gar nicht so schlecht noch bisher. Im Vergleich zu meiner alten, ja, 2/10. Jetzt fahren wir auch schon mehr auf neben der Strecke als auf der Strecke. Sind noch gerade viele Autos draußen. Ah, die Kurve habe ich diesmal gut erwischt. Wenn ich die Kurve mal schaffe, dann kann die Runde ja nur gut werden. Ein 17 fährt er bis zum zweiten Sektor. Da kommen wir nicht ran. Ist aber auch weit hinter unserer eigentlichen Bestzeit. Wie viel Sprit haben wir noch an Bord? 5 Runden, ja, da können wir noch ein bisschen drehen. Jetzt, wo die Strecke einigermaßen gut sitzt, Reifenverschleiß hält sich auch in Grenzen. Haben wir die erste Kurve schon mal gut erwischt. Das heißt gut, zumindest nicht verbremst. Sogar eine neue Bestzeit im ersten Sektor. Der erste Sektor ist vielleicht noch gar nicht so schlecht, aber der zweite und der dritte, da verlieren wir extrem viel. Auch mit den schnellen Kurven dann am Ende des zweiten Sektors. Da haben wir einfach zu wenig Abtrieb, um noch schnell durchzukommen. Da ist der Mercedes einfach im Vorteil. Jetzt hier kommt der Mercedes natürlich deutlich schneller durch. Trotzdem gar nicht so schlecht, wie wir uns gerade halten, ja. Das ist natürlich der Top-Speed-Teil. Da ist er jetzt auch besser dabei. Also in den letzten beiden Sektoren haben wir auch keine Chance zur Konkurrenz mit dem schlechten Auto. Oh,
Aber ansonsten war es eigentlich eine ganz gute Runde. Ah, jetzt läuft das alles schon ganz gut, also. Der Rhythmus ist einigermaßen gefunden. Ich habe eigentlich genug Training. Können wir eigentlich reinfahren? Ich bin bereit fürs Qualifying. Hier natürlich schon mit stehenden linken Vorderreifen rein. So macht das der Profi. Rosberg jetzt eine 1:42.0. Fahren natürlich in einem ganz anderen Land als wir. Oh, hinter uns ein Williams. Wer das ist, weiß ich gar nicht. Dann schiebt uns mal zurück. Was hat der Kollege eigentlich für eine Zeit gefahren? Kann man da mithalten oder ist der deutlich schneller? Was ich nicht glaube. Die Reparatur des Autos hat uns etwas zurückgeworfen. Oh. Oh. Wow. Da liegt er doch ganz schön hinten. Aktuelle Position 12, das ist auch gar nicht so schlecht. Session-Optionen kann man ja gar nicht überspringen, ne? Geht ja gar nicht. So, dann spuren wir mal ein Stück vor. Also bis zum Ende, um genau zu sein. Und das war's dann aber auch schon für das Training. Wir sehen uns im Qualifying wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.